manchmal sind mir auch Menschen begegnet, die einfach keine höhere Macht sich vorstellen können. Die auch mit der Frage nach der eigenen Vergänglichkeit komplett anders umgehen, als ich das tue. Also, und die im besten Sinne des Wortes auch wirklich Materialisten sind und sagen, mein Leben geht von Geburt bis zum Tod, dann ist Schluss. Und in dieser Zeit muss ich versuchen, ein ordentlicher Mensch zu sein, anderen möglichst wenig zu schaden und gleichzeitig das meine zu tun, damit ich glücklich bin und reich bin und gesund bin. Ja, I use the word also spiritual. Okay. But actually I have no idea what that means. Yeah, we use that anytime we talk about something to do with some kind of practice or religion, we use the word spiritual. But what is spiritual? What is not, I should put it different. What is not spiritual? Es ist schwierig, weil die Leute nicht glauben. Weil die Leute nicht bereit sind zu glauben. Oder die Leute sind nicht die meisten, sie sind damit nicht groß geworden, in was zu glauben. Religion, das Wort Religion hier, besonders hier in Berlin, ist ein anderer Wert. Das erschreckt die Leute, wenn man sagt, Religion ist eine Sache, dass man schwer ist, dass man machen muss. Und Candomblé ist genau das Gegenteil. Dann diese Bereitschaft hier ist nicht wirklich da. Leider, leider und leider. Thank you.
In jeder Religion gibt es zwei Hauptrichtungen. Es gibt das Priesterliche und es gibt das Prophetische. Das Priesterliche sagt, Kult plus Ethik bringt den Menschen zum höchsten Niveau ethisch in seinem Leben, das zu erfüllen, für was er geschaffen wurde. Wenn ich Gott behüte, einen kleinen Fehler mache im Kult, dann werde ich dafür bestraft. Jetzt, wo es keinen Tempel gibt, gibt es kultische Gebote. Zum Beispiel die Gebetsriemen, die man legt, Gebetsschal, wie oft man am Tag beten soll, die Gesetze, was man essen darf, was man nicht essen darf. Solange ich mich ganz genau daran halte und noch ethisch mich benehme, dann komme ich zu der höchsten Stufe. Die Gefahr in so einem System ist, sich ganz abzugrenzen von anderen Menschen, die kultisch sich nicht so benehmen, dann bin ich besser natürlich als die anderen. Ja, ich dulde sie, ich akzeptiere sie, aber im Wesen nach bin ich auf einer viel höheren Stufe. Und die Armen, die haben nicht diese Offenbarung, die ich bekommen habe durch meine Tradition, durch die Propheten, durch Mose und Gott uns genau gesagt hat, was er von mir will. Das Prophetische würde sagen, Ethik ist Nummer eins. Besonders soziale Gerechtigkeit, Respekt für den anderen, Respekt für die Natur. Also Ethik plus Kult, wenn man es braucht, bringt den Menschen zur höchsten ethischen Stufe, die er erreichen kann. Mein Weg ist der prophetische. Aber ich weiß, dass viele Menschen eine große Befriedigung finden, mehr in der priesterlichen Form. Weil in der priesterlichen Form bekommt man einen gedeckten Tisch. Aber ich decke lieber meinen Tisch alleine. Und in diesem Tisch, das ich mir decke, ist altes Geschirr und neues Geschirr da. Ja, ich glaube, das ist das Ereignis des Jahres in Neukölln, die Grundsteinlegung für den Ganesha-Tempel. Unsere Herzen waren zu schnell, unsere Gedanken haben den Tempel schon 10-mal gebaut, wir haben den schon 10-mal eingeweiht, aber heute beginnen wir. Herr Krishnamurti sagt immer, ich soll Geduld haben, Ganesha ist etwas langsam, aber dafür haben die Dinge, die er tut, Bestand. Ich habe immer Gedanken gemacht, dass wir in Deutschland sind, was wird aus unseren Kindern? Wo lernen sie unsere eigene Kultur? Wie kann man das machen? Da sind wir hier da und die lernen alles deutsche Kultur oder westliche Kultur. Und dann haben die müssen beide kulturell wachsen, so wachsen, dass sie von beiden was haben. Also jede Kultur hat gute Punkte und jede Kultur hat eigentlich was zu geben. Wir wollen nicht nur nehmen, wir wollen auch was geben. Und das war die Idee, dass diese uns irgendeine zu schaffen, eine Treffen zu schaffen. Und da haben wir dann gesagt, wir wollen den eigenen Tempel haben. Wissen Sie, wir wachsen in verschiedenen Regionen, verschiedene Klima. Hier wachsen andere Menschen und bei uns wachsen ganz andere Temperament. Wir haben ganz andere Temperament,
Die Deutschen haben andere Temperament, Italien haben andere Temperament. Und danach haben wir unsere Religionen haben wir ausgesucht und ausgewählt. Religion macht frei. Wir haben das Religion deshalb da, dass wir frei sein wollen. Unser höchster Ziel ist die Erlösung. Mit Gott schmelzen, mit Brahma. Aham Brahmasmi. Ich bin göttlich, ich bin Gott. ก็คือถ้ามีถ้าเรามีปัญญาที่จะมีปัญญามีความเห็นที่ถูกต้องแล้วก็ความเห็นนั้นสามารถนำเราพ้นทุกข์ได้จริงๆก็ย่อมไม่จำเป็นที่จะต้องมีศาสนาแต่ว่าคนยุคนี้ปัญญาเรายังไม่ถึงต้องอาศัยผู้รู้ที่จะคอยแนะนำที่จะคอยชี้ทางหรือว่าต้องมีครูที่สอนให้เราชี้ทางให้เรา มาจากแรงอธิษฐานก็ได้แรงอธิษฐานคือตั้งใจว่าอยากจะมีวัดป่าสายปฏิบัติในที่ต่างแดนในเยอรมันก็เลยครูบาอาจารย์ท่านก็เลยสนับสนุนอยากให้มีแนวปฏิบัติมีสายวัดสายปฏิบัติก็เลยลงตัวที่ตรงนี้บางครั้งสถานที่ตรงนี้อาจจะเคยเป็นสถานที่เป็นวัดป่ามาก่อนในอดีตชาติหรือว่าในที่ผ่านมาในปีหลายๆปีหลายชาติที่ผ่านมาก็ได้แล้วก็ด้วยแรงอธิษฐานของเราก็สามารถมาได้แล้วก็เกิดจากความปรารถนาความตั้งใจที่จะอยากจะให้มีวัดป่า Ich habe geantwortet auf ein Verben von Gott her. Ich habe es nicht schnell getan, nicht leichtfertig getan. Ich habe mich zuerst einmal gewehrt, habe dann aber gemerkt,
indem ich kleine Schritte versucht habe, dass es ein Weg ist, der gut ist, der zu mir passt, ein Weg, auf dem ich weiterkam, ein Weg, den ich dann gerne weitergehen wollte, in Gemeinschaft, für die Menschen. Das war mir immer ganz wichtig, für die Menschen da zu sein. Ich habe meinen Beruf aufgegeben, ich habe vieles andere aufgegeben, aber habe unendlich viel mehr gefunden in dieser Lebensform, in der ich in Gemeinschaft mit Gleichgesinnten vor Gott für die Menschen da sein kann. Наша духовность заключается в нашей вере и в нашей молитве. Что такое жить по вере? Это жить в любви к другому человеку, как я уже говорил. Это наше основное, наша основная задача. Любая религия учит добру. И человек, религиозный человек, когда приходит к вере, он учится и постигает это добро. Он дарит свое добро окружающим его людям. Он учит добру других людей. Поэтому я думаю, что религия нужна на земле, чтобы учить нас добру. Der Mensch ist ein Lebewesen und die Religion regelt das Verhältnis oder die Beziehung zwischen diesem Menschen und seinem Universum. Und dazu gehört, dass der Mensch weiß, woher er kommt und woher ist dieser Universum entstanden ist. Eine Religion wie die großen Weltreligionen haben für diese Grundfrage natürlich ausführliche Erklärung. Im Islam war der erste Vers im Koran, dass der Gott offenbart hat, ließ
Und das war gerichtet an den Propheten Mohammed. Lies. Der Engel hat ihm befohlen, o du Mohammed, lies. Und lies heißt auch nicht nur das Buch oder den einen Satz, sondern lies auch die Welt. Man kann aus Büchern lesen und lernen, man kann aus dem Universum lesen und lernen, man kann aus Religionen, nicht nur einen aus eigener Religion, aus vielen Religionen lesen und lernen. Man kann aber nicht vergessen und darf nicht darauf verzichten, aus der Erfahrung von vielen Menschen zu lernen. Und damit soll man wirklich nie aufhören. Ich glaube, dass wir hier in Mitteleuropa die wunderbare Tradition der Aufklärung haben, die mit dem schönen Slogan "Habe den Mut, dich deines Verstandes zu bedienen" aufgetreten ist. Sapere aude. Und ich glaube, dass wir einerseits die Möglichkeit haben, über alles, was wir tun, erstmal uns selbst gegenüber Rechenschaft abzulegen. Ich glaube, dass Gott uns ein Gewissen gegeben hat, was, wenn wir es wahrnehmen und pflegen und übrigens auch wertschätzen, also uns selbst damit auch wertschätzen, dass wir damit Korrektiv haben, mit unserem Verstand und unserem Gewissen haben wir ein Korrektiv. Ich glaube, dass der Mensch sehr früh lernt, seine eigenen Grenzen zu begreifen. Das, was er kann und das, was er nicht kann. Das, was für ihn verfügbar ist. Und das, worüber er nicht verfügen kann. Und ich glaube, dass es den Menschen ungeheuer trägt oder tragen kann, wenn er weiß, dass es einen darüber hinaus gibt, also über seine Grenzen hinausgehende Macht, die gut für ihn ist. Und deswegen glaube ich, sucht er an allen Ecken und Enden der Welt nach einer Antwort auf die Frage, was gibt es eigentlich über meine Grenzen hinaus? Und die Antwort auf diese Frage ist immer eine religiöse Antwort. In my job teaching Zen, I had the opportunity to travel basically all over the world. Yeah. Almost every continent except the Arctic and Antarctica. So other than the North and South Pole, I've been just about everywhere. And one thing is very universal for human beings. Everybody hopes to be happy. This is the reality. Everybody wants to be happy. Yeah. So is that what we should hope for? The problem is we want happiness and we chase happiness and we cannot catch happiness. Thank you.
human beings. Human beings do not need religion. Human beings need to be 100% human being. This is the dilemma. We have this human body, then inside, sometimes an animal mind. Yeah. So how to take away this animal mind? This is the religion direction. Actually, this is what the religions teach us. So human beings just need to be human beings, then religion is not necessary. Eine Religion, die aus Brasilien kommt. Die Sklaven, die nach Brasilien gebracht wurden, haben sich zusammen gefunden und Candomblé dann entwickelt. Candomblé ist eigentlich eine Religion, die mit vielen Aspekten von anderen Religionen, afrikanischen Religionen, die als Sklaven in Brasilien waren. Wie sie nicht konnten, die Religion jeder seine sich ausdrücken, dann haben wir sie eine Form, die zusammen machen. Diese Form dann ist Candomblé entstanden gekommen. Das ist Candomblé. Es gibt Leute, die es finden schön, weil diese Religion Farbe gibt, Gesang, Essen. Wir essen zusammen, wir bringen Leute zusammen zum Essen. Wir singen und tanzen für diese Götter. Wir machen Altar für diese Götter, Blumen. Und es gibt Leute, die lieben und die brauchen Candomblé. Deshalb ist Candomblé hier in Berlin, in Deutschland, in Stadt gekommen. Weil der Mensch braucht den Candomblé auch. Und Candomblé ist diese Religion, dass man die Natur näher spürt. Man lernt wieder, die Natur zu respektieren, die Natur nicht kaputt zu machen. Denn viele Leute mögen Candomblé sehr. Ich sehe das Tag für Tag, weil jedes öffentliche Ritual, das wir machen, ist das Haus unheimlich voll. Religion ist etwas, das verbindet Gott, Seele und uns, den Mensch, die lebend sind. Itkatar, Shemei Rabbah, Itkatar, Shemei Rabbah,
Tradition ist dieser Anker der Sicherheit, das es mir gibt, weil es durch so viele Generationen durchgegangen ist, bis es zu mir kam. Also am Freitagabend, wenn meine Frau die Schabbatkerzen anzündet, kommt eine bestimmte Ruhe in dem Haus. Auch wenn wir vielleicht einen Streit vorher hatten oder vielleicht mit den Kindern, das war noch, wie die Kinder noch bei uns waren. Im Moment, wo die Mutter die Kerzen anzündet, kommt eine bestimmte Ruhe. Die ist natürlich subjektiv, das können Sie psychologisch erklären. Nun, machen Sie etwas mit der Psychologie. Existenziell das zu spüren, da brauche ich die Tradition. Das geistig zu erklären und ihn zu analysieren, bin ich genauso bereit, in den Prozess der Psychologie zu gehen. Aber es endet dort nicht für mich. Jetzt, wie weiß ich, was Gott überhaupt von mir will? Da kommen wir jetzt wieder in die engere religiöse Sphäre. Ich unterscheide zwischen zwei Formen von Offenbarung als liberaler Rabbiner. Eine verbale Offenbarung, die einmalig ist, und eine inspirationale Offenbarung, die immer weitergeht von Generation zu Generation. Verbale Offenbarung wäre die Offenbarung am Sinai, wo die Lehre, die fünf Bücher Mose, aber die ganze Lehre des Judentums nach der Orthodoxie dort auf einmal uns gegeben wurde. Auch alles, was ein Rabbiner später interpretiert, wurde schon am Sinai gegeben. Kann ich philosophisch erklären, dass potenziell alles schon da war, nur wir sind die Entdecker. Aber potenziell wurde schon alles gegeben. Und dann gibt es die andere Form der Offenbarung, das wäre die inspirationale Offenbarung. Durch den Sieb Mose wurde durch seine Wörter das Göttliche uns gegeben. Und das können wir auch am Text zeigen. Gott spricht und Moses interpretiert. Halleluja, Shema, Adonai, ki nisgav shemo levado. Dass in dieser Stadt wieder ein jüdisches Leben da ist mit 11.000 Juden, in einer riesigen Einheitsgemeinde, das ist schon ein Wunder in sich. Und es gibt noch viele Tausende, die nicht eingeschrieben sind. Wie finden wir den Kontakt zu denen? Das suche ich auch. Und darüber sprechen wir auch mit den Studenten. Also es ist nicht nur Theologie und jüdisches Gesetz und Lebensform, sondern auch tiefe existenzielle Fragen. Und jetzt bin ich hier mit meiner Frau in Berlin und wenn man mich fragt, wie lange werden Sie hier bleiben, sage ich, ich habe drei, die für mich entscheiden. Gott, meine Frau und die Gemeinde.
Yato abhyudhyani shesa dharma. Atmano mokshat jagat hitaycha. Dharma ist der Weg, wodurch wir uns körperlich, seelisch und geistig höher entwickeln, unsere Ziele erreichen und ein erfülltes Leben genießen. Es beinhaltet auch die Selbstbefreiung und Schaffung des Wohlstands in der ganzen Welt. Das ist die Bedeutung von der Religion nach der vedischen Sicht. Wir denken, dass Gesundheit und Intellekt, das sind die beiden wichtigsten Sachen. Wenn man Intellekt heißt, dass man zwischen Gut und Böse unterscheiden kann, dass man scharfsinnig ist. Ja? Und durch Gebet, durch Konzentration, Meditation, das erreicht man dieses Ziel, dass man frei von Gedanken ist. Wir haben 50.000 Gedanken am Tag in unserem Kopf. 10% der Gedanken sind vielleicht nützlich. Aber 1% der Gedanken, die wir wahrnehmen. Und diese Gedanken sind von uralten Seiten in unser Gehirn gespeichert. Die Gedanken sind nicht von jetzt, gestern und vorgestern, von letzten Leben, vorletzten Leben. Das sind die in ihrem Unterbewusstsein, die Gedanken sind gespeichert. Und die wollen auch ihren Ausdruck finden. Und die Kunst ist, diese Gedanken durch Meditation frei zu machen, den Kopf davon frei zu machen. Nein, Denken ist notwendig. Ohne Denken wären wir dumm. Ja, wenn man keine, aber positives Denken, positive Energie sollte man haben, positive Gedanken soll man haben. Man soll denken, dass ich day to day, every day, ich bin better in every way. Das muss man sich einrichten, im eigenen Mindset so gestalten, dass man muss sich einrichten, ja, ich bin keine Körper, ich bin Seele. Ich bin nicht der Körper, ich bin eine friedliche, glückliche Seele. Om Jyoti Surya Suryo Jyoti Swaha Om Sajur Devena Savitra Sajur Sendra Vatya Dvishana Suryo Vetu Swaha. เมื่อผู้ที่จะออกปฏิบัติในพุทธศาสนาในอริยบุคคลชั้นขั้นต้นท่านให้พิจารณาที่กายละสักกายทิฏฐิทิ้งตัวตนให้ได้ก่อนทิ้งตัวตนที่จะมีเรามีเขาในโลกนี้เมื่อไม่มีเราแล้วทุกอย่างมันก็จะสบายจิตใจก็จะโล่งคือเมื่อจะปฏิบัติจริงๆก็ต้องทิ้งสมมติทิ้งอัตตาตัวตนให้ได้ความจริงแล้วพื้นฐานของจิตใจที่จะนับถือศาสนาจิตใจของคนที่เป็นสาวกในศาสนาต่างๆนั้นต่างแสวงหาหรือว่าค้นหาสัจธรรมของจริงความจริงเช่นกันทุกคนแต่ว่าคนที่จะไปพบกับสัตบุรุษหรือว่าพบกับศาสนาของแต่ละองค์หรือว่าแนวความคิดของแต่ละศาสนานั้นจะแตกต่างกันไปแต่ว่าการที่จะดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมทั้งศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามที่จะปฏิบัติต่อกันนั้น
ทั้งหมดนั้นถ้าเมื่อมีศีลหรือว่ามีความปรารถนาเดียวกันคือจะสร้างสมคุณงามความดีนั้นย่อมมีความสามัคคีกันโดยอัตโนมัติหรือว่าพื้นฐานของศีล5นั้นทั้งศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามนั้นก็อยู่ในพื้นฐานเดียวกันในเบื้องต้นในการดำเนินชีวิตในสังคมหรือว่าการปฏิบัติที่ดีที่สร้างคุณงามความดีต่อกันขออย่างเดียวขอให้เป็นคนแต่ละศาสนาให้มีสัจจะมีความจริงใจต่อกันMein Leben als Karmelitin ist ein Wechsel von Gebet und Arbeit, aber auch die Arbeitszeit ist durchzogen von dem Wunsch, das Gebet wie einen roten Faden durch den ganzen Tag gehen zu lassen. Und Gebet ist für uns in unserer Spiritualität nach einem Wort der heiligen Teresa der Umgang mit einem Freund, mit Jesus, dem Freund, und in der Freundschaft, jetzt auch übertragen in der menschlichen Freundschaft, ist es so, dass man mit dem anderen oft und gerne zusammen sein möchte, und das ist eben auch im Gebetsleben, im Leben mit Gott, die große Sehnsucht, der große Wunsch, mit ihm zu sein und nicht nur punktuell, zu bestimmten Zeiten am Tag, zum Beispiel während des Gottesdienstes in der Kirche, sondern eben auch während der Arbeit, während des ganzen Tages. Und das Stillschweigen innerhalb unserer Lebensform ist eine ganz große Hilfe, dass dieser Raum der Stille auch einen Raum des Gebetes öffnen kann. Ich würde denken, die Askese öffnet den Blick auf das Wesentliche. Sie lässt das, was nicht unbedingt notwendig ist, was nicht lebensnotwendig ist, und öffnet den Blick auf das Wesentliche, auf das Größere, auf das, was letztlich den Sinn des Lebens ausmacht. Aber sie ist nie Selbstzweck. Ja, andere Religionen, zum Beispiel haben wir ja in unserer Lebensform 2 Stunden Betrachtung und Meditation jeden Tag. Und da ist es schon auch gut und bereichernd, auf andere Religionen, auf andere Traditionen zu schauen. Zum Beispiel die Zen-Meditation, die kann uns schon Impulse geben, um diese Zeit des Gebetes zu füllen. Was kann Meditation bringen? Was kann das Gebet bringen? Es geht nicht um ein Ergebnis oder eine Frucht am Ende, sondern es geht einfach um Beziehung, um Dasein vor Gott und ein mit ihm sein, mit allem, was zu mir und zu meinem Leben gehört, mit den Menschen, die zu mir gehören, die in dieser Welt leiden oder sich freuen. Alles hat Platz in diesem Dasein vor ihm. Ein wichtiger Aspekt in unserem Leben ist auch die Fürbitte. In diesem kontemplativen Leben innerhalb der Kirche mit Gott und für die Menschen da zu sein. Ein Leben des Gebetes, also die Verbindung zu Gott hin, das Gespräch mit ihm zu halten, aber immer auch im Blick auf die Menschen, auf die Not
der Menschen, die Freude der Menschen, alles geht im Gebet mit zu Gott, nicht in einer Weltferne oder in einer Abgeschiedenheit, sondern die Welt geht mit hinein in dieses Gebet und alles geht mit zu Gott. Мне лично помогает молитва. У любого монаха есть в любом монастыре определенное монашеское правило, которое мы совершаем. И молитва помогает в часы отчаяния, в часы искушений. Она тебя делает ближе к Богу. И она лечит твои духовные раны. Она избавляет тебя от одиночества, от тоски. Ты чувствуешь себя незабытым в этом мире. Ты чувствуешь поддержку Бога. Главное стремление православного человека – это стремление ко Христу, стремление ко спасению. Это является важным пунктом. Самое важное, самое главное в православной церкви – это Евхаристия, участие каждого православного христианина в богослужении, в божественной литургии. Этим мы соприкасаемся вновь и вновь ко Христу. Как писал апостол Павел, мы сораспинаемся со Христом, получая уже здесь спасение наших душ за счет исповеди, за счет причащения святых Христовых тайн. И в конечном итоге получаем жизнь вечную, если мы этого достойны. Dass man Gott anerkennt, dass man Gott gegenüber dankbar ist, aber dass man auch weiß, worauf beziehe ich mich in meinem Leben. Woher hole ich meine Kraft? Woher hole ich meine Energie? Und wozu tue ich etwas in meinem Leben?
damit mein Leben Sinn hat. Aber auch selbstverständlich, damit ich auch weiß, wenn ich jetzt mit meinem Leben am Ende bin, was gibt es danach? نحل في حسنك الممنى يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنى يا ربي صل على محمد ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة Ja, beten heißt im Islam sich unterwerfen Gott gegenüber. Das ist eine Art Unterwerfung dem Schöpfer, der mir so viel gegeben hat. Das Beten ist auch eine Quelle der Stärke und der Energie für mich als Mensch, der ab und zu wieder schwach wird oder Kraft verliert. Das ist eine Art, auch wie manche auch vielleicht anders nennen, Meditation. Ja, eine Art Konzentration für meine Seele, für mein Herz, für meinen Verstand und lade mich wieder in allen diesen Bereichen auf. Wie eine Batterie, die ab und zu mal leer geht und wird geladen. Und der Körper auch. Wenn die Seele stimmt, das Herz stimmt, der Verstand stimmt, alles gesund ist, ist der Körper auch gesund, selbst trotz richtigen Krankheiten. Das sind nur scheinbare materielle Erscheinungen. Die Seele, die bewegt uns, bewegt den Körper. Wieso sagt man, der Glaube versetzt Berge, nicht aus der Luft? Sondern sagt, ich glaube, ich bleibe sitzen, ich tue nichts. Das ist nicht der Sinn von diesem Sprichwort. Der Sinn, dass man versteht, dass ich von dem Glauben aufgefordert bin, mein Schicksal, aus meinem Schicksal was Gutes zu schaffen und zu erreichen. In den Sachen, die ich in meiner Hand habe, die ich selbst entscheiden kann, worauf ich Einfluss habe. Traditionen sind für mich, also das klingt sehr banal, aber es sind wirklich die Entdeckungen. Also ich bin jetzt über 50 Jahre alt und habe mit jedem Jahr, das ich gelebt habe, die Bedeutung, den Wert von Traditionen schätzen gelernt. Ich bin aufgewachsen in einer Familie, die einen sehr evangelischen Hintergrund hatte. Seit Generationen haben wir Theologen in unserer Familie. Und ich bin in einer Zeit aufgewachsen, in der es auch normal war, dass man gegen das bisherige rebelliert hat. Also die 68er Jahre gab es auch in der DDR mit der entsprechenden Rebellion. Ich habe eine Zeit lang gedacht, dass ich aus meinen Traditionen ausbrechen muss, um überhaupt mich selbst zu erfahren. Und habe auch viele Schritte geschafft, in diese Richtung zu gehen, meines Protestes, meines Ausbruchs. Und bin jetzt, glaube ich, auf eine bestimmte Weise wieder zurückgekehrt und sage, dass der Ort, in mein Ort, die Kirche ist, in der ich aufgewachsen bin, gegen die ich rebelliert habe, gegen die ich mich gewehrt habe, die aber gleichzeitig der Ort ist, in dem ich alle Erfahrungen, die ich für mein Leben gebraucht habe, gemacht habe. Das ist meine Heimat. Also Traditionen haben für mich auch viel mit Heimat zu tun. Und die Kirche ist, die evangelische wie die katholische gleichermaßen, ist ein Ort der Traditionen.
Ich bin in einem sehr christlichen Haushalt aufgewachsen. Ich habe Gebete in ganz vieler Form auswendig gelernt, die ich auch heute noch kann. Und dieser Teil meiner sehr persönlichen Tradition ist auch weiter Teil meines Lebens geblieben. Also ich bete auch, weil es zu meinem Alltag gehört, weil es für mich selbstverständlich ist und weil da eine Kette ist, die ich nie unterbrochen habe. Ich spreche vor dem Einschlafen und nach dem Aufwachen mit Gott und habe da auch keine feste Form. Und gleichzeitig habe ich natürlich auch viele Anlässe, wo ich dann im Talar als Prüfsinn agiere. Da spreche ich Gebete aus der Agenda, aus unseren Gebetsbüchern, die wir haben, oder frei formulierte Gebete. Für mich ist der persönliche Umgang mit Musik, auch gerade mit Musik in Kirchen, mit Orgelmusik, mit Chorälen, mit Kantaten, mit großen Oratorien, für mich ist der ganz elementar für meinen Glauben. Und ich kann mir meinen Glauben ohne Kirchenmusik nicht vorstellen. Und wenn ich in eine Kirche gehe und da findet ein Oratorium statt oder eine große Messe von Haydn, Bach, Mozart, Beethoven, dann ist das für mich ein vollgültiger Gottesdienst. Da muss dann nicht noch gesprochenes Wort dazu. Ich weiß, dass es dazugehört und dass es zu meinem Kirchenalltag natürlich ein selbstverständlicher Teil ist, dass auch das gesprochene, ausgelegte Wort eine Rolle spielt. Aber für meine Frömmigkeit bin ich schon sehr in der Musik zu Hause. We don't decide to come into this world. We don't really decide to leave this world. But everybody thinks we can decide things. So you don't decide to come. You don't decide to leave. What makes you think you can decide in between? Now, this is human being. That means we have no choice. Human being has no choice. But in this no choice, there is really a choice. You know, I can say, explain many things in words, but this is really not, explanation is not really the way of our practice, because anytime you use words, you are very limited. So everybody needs their own experience. So that's why we have, we do such things as meditation, we do practice. Otherwise, if we could just hear an explanation and truly understand, that would be wonderful. But it doesn't work like that. No. Zen has twofold purpose. Understand myself, help others. So first step, to understand myself. To understand myself means to have a question. What am I? Yeah? So you already said, don't know. But if you keep this don't know, moment by moment, then slowly, slowly, this don't know can grow, grow, and grow. Yeah? Then keep on returning, use this question, keep on returning to don't know, then continues to become bigger, bigger, bigger. Then all your desire, anger, ignorance, all become less, less, and less. But continue practicing, then your don't know continues to grow until one day becomes infinite in time, infinite in space. At that moment, a big aha
can appear. So, for you or for any human being who would like to understand this very basic existential question, this big aha one time before death is very important. So that's what Zen is about. Yeah? And if you attain this aha, the next step is using it to help others. That's all. That is Zen. Ich habe gefühlt, dass ich so weit weg von meiner Wahrheit war. Ich habe es gefühlt, dass ich keine Kraft mehr hatte oder weniger Kraft hatte. Ich habe die Rituale vermisst und meine Sachen von Ritual waren alle in Brasilien. Und jetzt habe ich ein Candomblé-Haus. Das nicht einfach ist, weil das ist andere Länder, andere Sprache, andere Geografie, das Wetter ist anders, ist alles anders. Es ist genauso wie für mich selber, es ist genauso wie die Afrikaner, die als Sklaven in Brasilien geschleppt wurden. Sie haben auch anders, sie waren auch von Voodoo. Und da in Brasilien haben sie dann Candomblé gemacht. Candomblé ist nur den Voodoo-Ritual anders gemacht. Sie haben sich adaptiert. Das versuche ich auch mit Candomblé hier in Deutschland, hier in Europa. Auch diese Adaptation. Musik für uns, in Candomblé, die Musik ruft diese Kraft. Wenn man mit den Hand oder mit dem Stick, die schon vorbereitet sind für ein Ritual, spielt in dem Fell, das ist auch ein Naturelement, das sich schlägt und ruft diese Orisha. Diese Kraft, die wir tanzen und singen und die präsent ist, sie kommt dann in den Körper drin. Dieser Körper ist dann vorbereitet dafür. Schon. Mit den Ritualen, die vorher passiert sind, mit der Waschung, die Bäderwaschung, die er genommen hat, durch die Räucherung. Dann ist die Kraft kommt in den Kopf, in den Verstand, in diese Geist, mein Geist, dann schläft. Kommt dann raus, führt diese Kraft in meinen Körper. Und diese Kraft bewegt dann meinen Körper. Das ist ein Kurs. Das Leben. Das Leben. Der Orisha freut sich, wie das Leben hier weitergeht. Wir sagen, der Orisha oder diese Kraft muss das mit uns spielen. Fröhlicherweise spielen. Er muss gerne zeigen, dass er wirklich in unserem Leben ist. Und zu schützen und zu helfen und zu orientieren und zu warnen, um sauer zu sein. Er ist Teil des Lebens. Diese Trance ist der Spielerei von der Gott, wie unsere Leben ist. Thank you.
Wer bist du? Frage das Gesetz, das wird dir sagen, wer du bist. Frage das Gesetz, das wird dir sagen, wer du bist. 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 יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע. אני אדוני עושה כל אלה. Hören Sie bitte gut zu. Im Hebräisch ist das Wort für Unheil Ra, das Böse. Das Gott hat auch das Böse geschaffen. Immer wieder kommen wir zurück zum Dialektischen. Wenigstens von menschlicher Seite. Ob es überhaupt in Gottes Augen gut und schlecht gibt, weiß ich nicht. Von der menschlichen Sicht gibt es. Aber wie das von der göttlichen Sicht ist, das kann ich Ihnen nicht sagen. Lassen wir auch etwas für Gott. Wir wollen immer Gott, wir erwarten so viel Gott und wir wollen Gott sagen, wie er die Welt leiten soll. Leiten wir mal unsere Welt, versuchen wir mal fertig werden mit unserer Welt. Ich gebe zu, es gibt Sachen, die ich nicht verstehe. Das Leiden als solche verstehe ich genauso nicht, wie schon Hiob die Fragen stellt. Aber ohne Fragen zu stellen, hätten wir keine Antworten. Ohne Leiden hätten wir auch nicht die Freude des Friedens und der Gesundheit. Das Dialektische ist so tief, mehr als wir es zugeben wollen. Wenn es keine Trennung gäbe, gäbe es auch kein Treffen. In jeder von uns, glaube ich, ist ein göttlicher Funken. Wann spüren wir das? In der Liebe wahrscheinlich, für gläubige Menschen im Gebet, für Atheisten in der Kunst. Wir sind irgendwo alle inspiriert und besonders in Begegnung den anderen, des Menschen, in der Liebe. Und dieses Magnet in der Liebe, das wäre für mich eine der Offenbarungen Gottes. Das können wir nicht mehr genau messen. Das können wir nicht mehr genau beschreiben. Und doch immer wieder versuchen wir, das zu beschreiben. Als Rabbiner spreche ich nicht gern von Glaube,
sondern das hebräische Wort für Glaube, Emunah, ist Vertrauen. Ein Mensch, der nie ein Vertrauen erlebt hat, hat ein menschliches Defekt. Gott hat das alles geschaffen, und wenn das Gott alles geschaffen hat, muss alles so schön sein. Aber wir müssen auch den Blick dafür entwickeln. Das ist so, wir müssen geschult werden, das zu genießen, das Natur, ja, die Farben, die Blumen, die Blüten. Man kann Glauben haben, an Gott nicht glauben und trotzdem Glauben haben. Wenn man sein Leben richtig im Griff hat, ja, dann muss man nicht unbedingt, wir brauchen eine Stütze, wir brauchen ein Vorbild, Leitbild, dass wir unseren Weg richtig schreiten können. Seine Gnade ist immer da. Gott ist immer glücklich und fröhlich, wenn wir fröhlich sind. Er hat uns gemacht, dass er da auch seine Freude dran hat. Visung Rakhanathaya Tisaranena Saha
Pancha Silani Yajama Tatiyam Pi Mayang Hante Visu Visu Rakhanathaya Ti Sarane Nasaha Pancha Silani Yajama. ความสุขจริงๆแล้วในชีวิตของคนในชีวิตของคนปุถุชนนี้ก็สุขที่เกิดจากที่เป็นเรียกว่าความสุขของโลกียสุขก็คือสุขทางโลกทั่วๆไปที่เขาเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีงามเอาเบื้องต้นก่อนก็คือถ้าเป็นปุถุชนเขาก็สุขที่เกิดจากการมีทรัพย์สุขที่เกิดจากการไม่เป็นหนี้สุขที่เกิดจากความปราศจากโรคภัยไข้เจ็บGott ist für mich ein Du, ein Gegenüber, mit dem ich lebe, in Beziehung bin, den ich brauche, von dem ich weiß, dass er den Menschen geschaffen hat, dass er mich und jeden Menschen in seine Hand geschrieben hat und da ist. Gott ist überall. Gott ist im Menschen, der mir gegenübersteht. Gott ist in mir. Gott ist da. Gott ist Mensch geworden und ist im Menschen anwesend. In diesem Prozess der Menschwerdung lebt Gott. Ich glaube nicht, dass wir in einer gottlosen Zeit leben. Ich erlebe sehr viele Menschen mit einer sehr großen Sehnsucht nach Gott. Es ist nur die Frage, wie wir einander helfen können, diesen Weg zu Gott gehen zu können, miteinander, füreinander, einander Stütze und Hilfe und Wegweiser zu sein, um diesen Gott in allen Dingen zu finden. Er ist überall zu finden, aber wir müssen ihn entdecken. Где место пребывания Бога, где живет Бог? Согласно преданию и учению нашей церкви, Бог живет в наших сердцах. Да, человек от Бога разделяет грех, и чем больше мы совершаем грехи, тем больше мы удаляемся от Бога. Бог есть совершенная любовь. И только в осознании своей греховности, в желании исправиться, мы можем как-то приблизить себя к Богу. Опять же, все полностью зависит от нас, от нашей веры, от наших молитв, опять же, от нашей жизни по вере. Thank you.
Keiner kann von uns Menschen bis jetzt definieren, was Gott ist, was dieses was und wie und wo und wann. Allahu Akbar. Wir sind Menschen, die so definiert sind. Und wir haben einen Anfang unserer Geburt und wir haben unser Ende. Unser Ende, wenn wir sterben. Während Gott keinen Anfang hat und kein Ende. Das ist ein großer Unterschied. Das ist die Definition, wo man sich dann wirklich erkennt. Dann weiß man, warum ich Gott brauche. Ich bin ein Mensch, der einen Anfang hat, ein Ende hat, eine begrenzte Eigenschaft oder bestimmte Eigenschaften hat und begrenzte Fähigkeiten besitzt. Während Gott ganz andere Eigenschaften hat und ganz absolute und bestimmte Fähigkeiten besitzt. Und darauf bezieht man dann seine Beziehung zu Gott. Und das ist dann definiert. Ich bin dann derjenige, der Gott braucht. Sami'allahu liman hamida. Allahu Akbar. Gott ist der Grund meines Glaubens. Über Gott erfahre ich einiges von der Heiligen Schrift und dennoch gibt es auch noch eins darüber hinaus. Gott ist diese Macht, mein Gegenüber, an die ich glaube, zu dem ich bete und den ich in ganz unterschiedlichen Gestalten und Wörtern beschreiben kann. Es gibt ja auch sogar die These, dann Gott ist Liebe. Und das steht sogar in der Heiligen Schrift. Genauso in der Gleichsetzung, Gott ist Liebe. Vielleicht sind diese beiden Worte, Gott und Liebe, sehr nah beieinander. Und vielleicht ist alles, was ich dazu sage, völlig daneben, weil ich es ja auch nicht anders wissen kann. Und weil meine Sprache, mein Versuch, es ihnen zu beschreiben, immer nur die Arbeit meines Gehirns, meiner Vernunft ist. Und genau das sind vielleicht zwei Elemente, die gar nicht gut über Liebe und Gott reden können, sondern das Herz eben, jenes Gefühl von Wärme, von Hingezogensein, von Begeisterung, von Glück, das eben ja nur von ganz großen Literaten wirklich mit Worten verpasst werden kann. Wir dürfen auf Gnade hoffen. Das Wort ist noch gar nicht vorgekommen, aber es ist ein sehr zentrales theologisches Wort. Sola gratia, ich hatte schon von dem einen, sola scriptura, also allein die Schrift, sola gratia, allein aus Gnaden, solus Christus, sagt Luther noch, und sola fide, der Glaube. Also das sind die vier Grundsätze, die den evangelischen Glauben seit Luthers Zeiten auch sehr mittragen. Die Gnade, das die liebende Zuwendung Gottes zu allem, was lebt. Darauf dürfen wir hoffen, dass hinter allem eine Macht steht, die uns liebt, die uns gewogen ist, die nicht gegen uns handelt. Einer unserer Altbischöfe, Martin Kruse, hat mal ein Buch, ein biografisches Buch über sein Leben geschrieben mit dem sehr schönen Titel Es kam immer anders. Und das fand ich auch einen sehr christlichen Thema, einen Titel. Weil es, wie nimmt man den Satz wahr? Es kam immer anders. Für mich ist es ein sehr schöner, tröstlicher Satz, weil er auch beinhaltet, aber es war trotzdem gut. Es kam aus Gottes Hand. God, but what is God?
according to Christian teaching, actually God is infinite in time, infinite in space. If it's something finite, cannot be God. So that means God is already everywhere. Wherever you look, whatever you hear, whatever you smell, that's all God. Yeah. But many Christians go to church. And by the way, I'm talking about Christians now, but this same thing applies to Buddhists. Going to temple and praying, Buddha, Buddha, give me, give me, give me, give me. Or Christians go to church, God, Jesus, Maria, give me, give me, give me, give me, give me. Yeah? This means they don't really believe in God. Already everything, already they got everything. Yeah? Already God gave everything. So I want something from God means I don't believe in God. God needs you. Then very correct. Why? Because this world has much suffering, many problems. Yeah? Then who's gonna solve these problems? God? Buddha? Whose responsibility it is? That's ours, right? Our world, our responsibility. God cannot do this. So God needs you. That's very correct. Okay? So this is my God teaching. Gott ist, die alles geschafft hat, die alles gemacht hat. Gott hat die Natur gemacht. Für uns in Candomblé, die Elemente in der Natur sind Part, sind Teil von Gott. Dass Gott uns hier gemacht, für uns gemacht hat, damit wir wissen, dass er wirklich existiert. Gott für uns oder für mich in Candomblé ist nicht nur eine Kraft, die dein Himmel irgendwo da lebt. Gott ist hier präsent. Gott ist präsent, wenn zwei, drei Personen an ihm spricht. Gott ist präsent, wenn man ein Ritual für ihn macht. Gott ist präsent, wenn der den Regen kommt, wenn die Sonne scheint, wenn die Sterne scheint, wenn der Himmel blau ist oder grau. Das ist Gott. Die Natur ist Gott. Olorum. Olorum ist der große Gott, der Gott, der alles gemacht hat, der geschafft hat, alles gemacht. Es gibt einen Gott. Und dieser Gott macht sich präsent durch den Naturelement. Jeder Teil ist ein Orisha. Das Meer ist eine Kraft der Gott, den Fluss, den Luft, den Stern, Blätter, Erde, Baum, das ist Gott. Thank you.
Schauen Sie, ich war nicht dort, niemand von uns war dort. Und es gibt Leute, die in Akoma waren und zurückkamen und von einem Licht sprechen, das ich auch akzeptiere. Ich sehe nicht, warum es nicht zu akzeptieren. Das, was das Christentum so sicher gibt, die Auferstehung der Toten und auch das klassische Judentum, dass wir uns eines Tages alle wieder treffen werden, da habe ich ein großes Problem damit. Aber da gehe ich wieder zurück zu anderen jüdischen Quellen, die nicht weit sind von meiner Vorstellung, dass das Ende auch ein Anfang ist. Und dieses Zyklushafte bestärkt mich und das ist auch, was ich versuche, anderen zu geben, die in dieser Situation sich befinden, die Leute verlieren oder Leute, die im Sterben liegen. Tod ist, wissen Sie, wenn wir sehen, diese Welt ist eine vergängliche Welt. Alles ändert sich. Was heute ist, morgen ist nicht da. Alles ist eine Illusion, sagt man, Maya. Gott und Seele, das ist ein, die sind die universell, die sind immer da. Die werden, die kann man nicht töten, die kann man nicht schlachten, die kann man, die leben immer. สัจธรรมของชีวิตสัจธรรมของชีวิตที่คนทุกคนได้เกิดมาบนโลกนี้ย่อมประสบความแก่ความเจ็บความตายซึ่งประเด็นหลังก็คือความตายความตายนั้นทุกคนเกิดเท่าไหร่ที่เกิดมาบนโลกมนุษย์นี้ย่อมตายเท่ากันย่อมตายทั้งหมดทุกชีวิตต้องได้ประสบกับตรงนี้หมดแต่ว่าก่อนที่จะตายชีวิตก่อนที่จะตายแล้วก็ เราจะสร้างอะไรให้กับชีวิตเราจะให้รางวัลอะไรบ้างกับชีวิตหรือว่าจะสร้างสมความดีให้กับชีวิตได้มากขนาดไหนก่อนที่เราจะต้องไปสู่จุดนั้นทุกคนเกิดมาวันที่จะเกิดไม่รู้ว่าเรามาเกิดจะได้เกิดวันไหนแล้ววันตายเราก็ไม่รู้ว่าจะมาเข้ามาถึงเราวันไหนเพราะชีวิตคือความแน่นอนที่สุดก็คือความตายทุกคนต้องประสบพบเจอไม่ช้าก็เร็ว Der Tod ist, oder das Sterben, das Ende dieses menschlichen, irdischen Lebens und die Begegnung mit Gott, mit dem neuen Leben in ihm und bei ihm. Смерть – это рождение, это переход в жизнь вечную. Без рождения нет смерти, как и смерти нет без рождения. Мы верим, что после смерти наша душа уходит в вечность, к Богу.
Wiedersehen. Also der Tod, den hier die Menschen kennen, ist nur Wanderung der Seelen und aus dem Körper. Der Körper ist nicht mehr funktionsfähig. Die Systeme in uns funktionieren nicht mehr, das Herz und das Gehirn und so weiter. Aber ein Teil von uns ist weg und das ist die Seele. Mit dem Tod ist nicht alles vorbei. Die Rechenschaft wird gezogen. Und dafür ist Gott nur verantwortlich und zuständig und hat die Entscheidung. Trotzdem gibt es den Tod, weil das, so wie wir uns jetzt wahrnehmen, weil das war alles, was ich bin, was ich sage, was ich denke, wird dann nicht mehr sein. Ich werde tot sein. Und das ist aus meiner momentanen Wahrnehmung auch etwas, was ich ziemlich bedrohlich finde, vor dem ich auch Angst habe, weil ich gern lebe. Weil ich nicht die Fähigkeit habe, mir vorzustellen, ich habe einfach nicht die Möglichkeit, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwann alles vorbei ist, dann nichts mehr ist. Es gibt kein Nichts in meinem Denken und Fühlen, das gibt es nicht. Es gibt einen darüber hinaus, es gibt die Möglichkeit, dass ich Sachen nicht wissen kann, dass ich sie nicht formulieren kann. Aber das blanke Nichts ist mir, finde ich, viel schwieriger zu glauben als alles andere. Es gibt nach dem Tod etwas und es wird das Reich Gottes sein, die Auferstehung. Aber das sind auch alles Wörter, die sich aus dem Diesseits speisen. Und wenn ich mit einem reden könnte, der von dem Jenseits zu mir spricht, würde er mir sagen, es ist alles ganz anders. Und er hätte recht. Death is part of life. Yeah. Already we experience it every moment of our life. So it's nothing special. You know. This anything that appears has to disappear. Anything that comes also has to go. Now, every moment of your life already, your body's changing, right? Some cells are, even if one cell drops off, yeah, already that's a different body. So, moment by moment, your body's different. Not only your body, but also your thoughts are always changing. So moment by moment, different thinking. Your feelings are always changing. So moment by moment, different feeling. So already moment by moment, you die and you are reborn. Die, you are reborn. Yeah. Then our body is like a car. So when the car becomes old and broken, it's good to change the car. So we get rid of this car. Yeah, maybe next time you get better car. Tod, es gibt bei uns gar nichts. Es gibt in Candomblé gar nichts. Tod. Es gibt Leben. Leben hier und Leben dort. Es ist ein Übergang. Es sind dieselben Leben, die weitergeht woanders. Oder in eine andere Form. Leben ist ewig. Es gibt zwei Formen zu leben, dass wir sehen und die wir nicht sehen.
Thank you.